Wir kamen das Wodantal hinunter und sind nun in Velbert-Nierenhof. Hier halten wir uns links und biegen zum Bahnhof ab. Direkt am Bahnhof, hinter dem Bahnübergang, versteckt sich, natürlich unbeschildert, die Zufahrt zum schönen Deilbachweg. Infotafeln weisen auf touristische Highlights entlang der 5 Kilometer langen Rad- und Wanderstrecke hin und geben auch darüber hinaus Auskunft zur nahegelegenen Altstadt von Velbert-Langenberg. Nicht nur für Velomobilfahrer ist diese Stelle hier ein guter Einstieg in die ca. 30 Kilometer lange Tour. Abreitradfahrer können ihr Rad mit der Bahn direkt hierher transportieren und ersparen sich so gegebenenfalls eine lange Anfahrt. Diese nicht sehr bekannte Radroute von Velbert nach Essen-Kupferdreh erspart uns die grässliche Hauptverkehrsstraße, die in engen Kurven und einigen steilen Auf- und Abfahrten auf extrem schlechtem Asphalt keine Alternative für Radfahrer ist. Thank you.
Der Rest der Strecke nach Kupferdreh führt, immer noch relativ verkehrsarm, durch ein Industriegebiet. Leider ist hier der Asphalt oft sehr schlecht, was wohl auf die schweren Lkw zurückgeht. Von hier aus sind es nur noch 1,5 Kilometer durch den Straßenverkehr von Kupferdreh, bis wir den Baldener See erreichen. In Kupferdreh angekommen, unterqueren wir den Autobahnzubringer Nierenhofer Straße und überqueren die Bahngleise, um dann links auf die Kupferdreher Straße einzubiegen. Einige hundert Meter später geht es an der Ampel wieder links ab. Hier ist der Baldener See ausgeschildert. Wir folgen der Straße noch ca. 300 Meter bis zum Parkplatz links und dem kulinarischen Bahnhof der historischen Hespertalbahn rechts. Hier biegen wir dann auf das Hardenbergufer an den Baldener See ein und erreichen die ehemalige Eisenbahnbrücke Kupferdreh, über die wir nach unserer Baldener See-Umrundung wieder hierhin zurückkommen werden. Wir sind jetzt am östlichen Südufer des Baldener Sees angekommen und folgen ca. 8 Kilometer der Uferstraße Hardenbergufer bis zur Westspitze des Baldener Sees. Hier passieren wir den Anleger Kupferdreh für die Ausflugsschiffe der sogenannten Weißen Flotte, die über dem Baldener See kreuzt. Musik
Unter dieser Brücke mündet der Deilbach in den Baldeney See, an dem wir auf unserer Hinfahrt entlang gefahren sind. Auf der gegenüberliegenden Seeseite befindet sich das Vogelschutzgebiet Heisinger Bogen. Dort ist das Brutrevier von Haubentauchern, Kormoranen, Reihern und anderen bedrohten Vogelarten. Und Wasserschildkröten leben dort auch. Thank you.
In der Ferne auf der anderen Uferseite erkennt man den Förderturm der ehemaligen Zeche Karl Funke I. Jetzt macht das Hardenbergufer einen Bogen um den Yachthafen herum. Und dahinter erreichen wir schon das Ausflugslokal Haus Scheppen, auch mit einem eigenen Schiffsanleger. Hier treffen sich neben den Radfahrern vor allem an den Wochenenden viele Motorradfahrer aus dem Ruhrgebiet, die gerne durch das kurvenreiche Hespertal hierhin touren. Thank you.
Am Nordufer gegenüber thront hoch oben über dem See die Villa Hügel. Sie wurde als Wohn- und Repräsentationshaus der industriellen Familie Krupp 1873 erbaut. Heute ist in einem Teil der Villa ein ständiges Museum untergebracht und auch der Wohntrakt genauso wie der große Hügelpark ist der Öffentlichkeit zugänglich. Darunter liegt am Ufer des Sees der Regattaturm mit der Regattatribüne. Wer sein Rad die Treppen der Staumauer hinauftragen möchte, kann hier am Ende des Sees schon auf die andere Seite queren. Das Velomobil ist dafür zu schwer, deshalb fahre ich noch ein Stück weiter bis zur nächsten befahrbaren Brücke über die Ruhr. Am Haierstrang entlang verläuft ein Fußweg, deshalb werden die Radfahrer ein kurzes Stück über die Heckstraße und Josef-Breuer-Straße umgeleitet. Der Haierstrang und die Ruhr isolieren rechts von uns die Brehm-Insel, auf der es einen schönen Park gibt. Über diese kleine Brücke kann man ihn erreichen. Das Befahren ist wohl normalerweise nicht gestattet, aber für die Videoaufnahmen habe ich mir eine Ausnahmegenehmigung erteilt.